Mein lieber Herr Gesangverein, Wie kommt der Herr Gesangverein dahin? Das liegt daran, dass im Alten Testament steht, du sollst den Namen Gottes deines Herrn nicht unnütz brauchen. Und deswegen haben sich ganz, ganz viele sogenannte Euphemismen eingeschlichen. Man sagt also so etwas Ähnliches und vermeidet es doch. Sie kennen vielleicht Potts Blitz. Das hieß eigentlich mal, Gottes Blitz soll dich treffen. Und Gottes Blitz klingt ein bisschen wie Potts Blitz und man vermeidet jetzt den Namen Gottes. Mein lieber Herr ist eigentlich auch so eine Anrufung Gottes, aber das soll man ja nicht tun, wenn man flucht oder wenn man sich wundert oder ärgert. Also sagt man was anderes. Also mein lieber Schwan oder mein lieber Herr Gesangverein, das kam im 19. Jahrhundert auf, als die Gesangvereine auch so wahnsinnig beliebt waren. Man hat also etwas anderes eingesetzt, das war manchmal fast schwachsinnig. Es hatte nicht immer einen Sinn, bei dem Schwan schon oder eben bei dem Gesangverein, dass der so wahnsinnig beliebt war. Also man vermied eine Gotteslästerung auf die Weise.